Danke. Cool bleiben. Herrlich. Ja, also es könnte sein, dass er die Hangbremse einfach anmacht. Oder die Haltebremse. Okay, zur Seite lassen. Oh, Kopfbus. Ah. Oh. Huh. Ah. Ganz sachte. Ganz sachte so Hangseite. Oh. Okay. Kati, seitlich zum Hanglenken. Noch mehr? Ja, so dass du jetzt sicher nicht auf die Talseite gehst. Danke, ich gebe mir Mühe. Alles ist es. Danke sehr. Ja, geht noch ein bisschen. Schieben stehst du gut. Ja, noch ein bisschen. Lenken. Schieben stehst du auf Ende. Das ist super. Du, die kannst wirklich was nach unten sagen. Ja, nichts gibt es. Das ist schwierig. Ja, jetzt. Sieht gut aus, oder? Danke. Danke. Oh ja, das war ein Manöver.
Oh yeah. Und gönnt euch mal dieses Drecksstück. Voll geil. Also die letzte Übung war jetzt am Hang abwürgen, am Hang rückwärts runterrollen und am Hang mit dem Vorderrad quasi das Bike wieder nach unten bewegen. Mega genial. Macht einen Riesenspaß hier. Und ja, jetzt Mittagspause und am Nachmittag geht's weiter. Also wir haben gerade die Mittagspause hinter uns. Es gab Hühnchen. Es war so mittelmäßig Reise ungesalzen, aber jetzt geht's weiter. Und dann schauen wir mal, was der Nachmittag bringt. Ich selbst verdammt habe wieder mal vergessen, das Visier zu putzen. Ich habe mir vorher mal gedacht, ob es Querverkehr hier gibt oder nicht. Anscheinend doch.
Unterschied zwischen Enduro 1 und Enduro 2.
schon überrascht. I don't like to ask them. Aber an sich not bad.
Traktionskanal 1 zu 2 Setting. Auf jeden Fall direkt spürbar, dass auch in Schräglage, wenn du es durchziehst, auch hier im Schotter ja jetzt, er will, dass du um die Kurve driftest. Unfassbar, was du mit 250 Kilo machen kannst. Noch im Rennen! Noch im Rennen! Bei der Konkurrenz! Verschrien!